Ein Intermediate Bulk Container, IBC, ist ein Behälter für den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten und Schüttgut. IBCs sind in der Industrie sehr verbreitet, da sich mit ihnen aufgrund der besseren Ausnutzung des Stauraums mehr Material transportieren und lagern lässt als in Fässern und sich der manuelle Aufwand reduziert. Zudem sind IBCs witterungsbeständiger. Bei der Handhabung von IBCs kommt es gelegentlich zu Zwischenfällen, wie beispielsweise zum Einsturz von Stapeln, zur Entzündung des Inhalts aufgrund von statischer Elektrizität oder zu Leckagen, die zu schweren Bränden oder Risiken für die Umwelt führen. Dieser Film soll den sicheren Umgang mit IBCs zum Schutze aller Beteiligten fördern. Der Film wurde von SIA und ESIC erstellt, um das Bewusstsein aller Lösemittelnutzer zu schärfen. Er sollte jedoch keinesfalls isoliert für sich betrachtet, sondern gemeinsam mit anderen Standards und Verhaltensregeln zu Rate gezogen werden. IBCs sind eine Art Verpackung, die zum Transport und zur Lagerung von Flüssigkeiten und Schüttgut entwickelt wurde. Sie unterliegen dem international vereinbarten UN-Zertifizierungsverfahren. Dessen Einzelheiten können im Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, ADR, nachgelesen werden, welches den Transport von Gefahrgütern auf der Straße regelt. Die IMDG-Transportvorschriften für den Schiffsverkehr basieren ebenfalls auf dem UN-Verfahren, wobei aufgrund der erhöhten Risiken beim Schiffstransport andere Kriterien gelten. Am Markt sind verschiedene UN-zertifizierte IBCs erhältlich. Alleine für brennbare Lösemittel gibt es zwei unterschiedliche Typen. IBCs, die vollständig aus Metall bestehen, entweder aus rostfreiem Stahl oder Weichstahl, und IBCs aus Kunststoffverbundmaterial, die sogenannten Kombinations-IBCs. Ein Kombinations-IBC besteht aus einer starren Außenkonstruktion, die einen Kunststoffbehälter umgibt, der in der Regel aus hochdichtem Polyethylen besteht. Die äußere und innere Baugruppe werden als integrierte Einheit verwendet. Der IBC besteht aus einer Palette aus Metall, Holz oder Kunststoff, einem Auslaufventil aus Kunststoff, meist ein Absperr- oder Kugelventil, mit einem Verschlussdeckel und eventuell einer Klappe zum Schutz des Ventils, sowie einer oberen Öffnung zur Befüllung, eventuell mit Schraubdeckel zum Entlüften. Elektrostatisch geschützte Kombinations-IBCs können mit einer ableitfähigen oder leitenden Außenschicht, einem leitenden Gitter mit einer Maschengröße von maximal 100 Quadratzentimetern und einer Metallkontaktfläche innerhalb des IBC in Form eines Stifts, einer Platte oder eines Rings versehen sein, welche durch das Kunststoffgehäuse nach außen ragt und mit der Metallkonstruktion des IBCs über ein Erdungskabel verbunden ist. Diese Maßnahmen verhindern den Aufbau statischer Elektrizität durch Büschelentladung und durch Füll- und Entleerungsvorgänge, sodass eine gefährliche Entladung statischer Elektrizität verhindert wird. Bei empfindlichen Produkten kann eine zusätzliche chemische Barriere in Form von Ethylenvinylalkohol, EVOH, oder einer Fluorierung verwendet werden, um das Austreten von Lösemitteln oder Gasen wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff sowie von Gerüchen zu vermeiden. Bei lichtempfindlichen Produkten kann ein zusätzlicher UV-Lichtschutz verwendet werden. IBCs für Lebensmittel müssen die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Kombinations-IBCs sind anfälliger als IBCs aus Metall. Im Falle eines Brandes können IBCs aus Kunst- oder Verbundstoff durch die Hitze aufweichen und versagen, sodass ihr Inhalt freigesetzt wird. Eine Metallauskleidung kann den Prozess zwar verzögern, letzten Endes aber nicht verhindern. Daher könnte ein Brand zum Totalverlust des Inhalts und trotz Sicherheitsumschließung zur Überflutung des Lagerbereichs führen. Alle IBCs, auch solche aus Metall, können ungeschützte und daher feueranfällige Kunststoffbestandteile haben, bei deren Entzündung es rasch zum Totalausfall des IBCs kommen kann. Zudem können bei einem Brand Metallverpackungen hydraulisch oder durch eine Explosion im Leerraum des Behälters versagen. In einer potenziell explosiven Atmosphäre muss die Ansammlung und Entladung von statischer Elektrizität unbedingt vermieden werden.
Die elektrostatische Aufladung ist am stärksten, wenn Flüssigkeiten fließen. Daher sind sichere Methoden zum Befüllen und Entleeren unerlässlich. Der Benutzer muss zu jeder Zeit die Sicherheit der von ihm genutzten IBCs gewährleisten. Die Auswahl eines IBCs erfolgt aufgrund seiner Spezifikation, seinem Zustand, seiner Kompatibilität, seiner Robustheit und seiner Eignung für ein bestimmtes Lösemittel. Ein IBC muss für ein betreffendes Lösemittel vom Hersteller zugelassen sein. Zudem müssen die Empfehlungen des Herstellers und die an UN-Zertifikate für IBCs geknüpften Bedingungen befolgt sowie die lokalen Industrierichtlinien angewandt werden. Kombinations-IBCs sind unter Umständen nicht mit allen Lösemitteln kompatibel oder werden von Kunden oder Versicherern nicht akzeptiert. Die Auskunft über die Eignung eines bestimmten Behälters und dessen Zubehör wie Ventile und Ventildichtungen erteilt der Hersteller. Sollte eine entsprechende Freigabe nicht vorliegen, darf der Behälter nicht benutzt werden. Die gesetzlichen Transportbestimmungen besagen, dass die Lösemitteldurchlässigkeit eines IBCs unter normalen Transportbedingungen keine Gefahr mit sich bringen darf. IBCs, die mit einer Palette aus Metall versehen sind, weisen eine höhere Feuerbeständigkeit auf und können ein mögliches Versagen der Konstruktion verzögern. Einige Lösemittel und reine Kohlenwasserstoffe haben eine geringe Leitfähigkeit und stellen daher ein erheblich größeres elektrostatisches Risiko dar als andere, wobei eine statische Aufladung einen Brand oder eine Explosion auslösen kann. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollte der Betreiber entweder einen Metall-IBC oder einen elektrostatisch geschützten Kombinations-IBC in Verbindung mit einem geeigneten Erdungssystem beim Befüllen oder Entleeren verwenden. Wenn ein nicht elektrostatisch geschützter Kombinations-IBC verwendet wird, muss der Flammpunkt des Lösemittels deutlich höher sein als die Umgebungstemperatur, um die Bildung einer entzündlichen Atmosphäre zu verhindern. Die maximale Umgebungstemperatur und die Sicherheitsspanne können von Land zu Land variieren, sodass lokale Verhaltensregeln unbedingt beachtet werden müssen. Wenn ein Lösemittel mit niedrigem Flammpunkt in einen IBC gefüllt werden soll, muss ein elektrostatisch geschützter Kombinations- oder Metall-IBC verwendet werden, der elektrostatische Entladungen innerhalb und außerhalb des IBCs verhindert. Viele elektrostatisch geschützte IBCs erfüllen diese Kriterien und können für Lösemittel mit niedrigem Flammpunkt verwendet werden, wenn ein Erdungsschutz vorhanden ist. Die statische Entladung über Stift und Erdungskabel muss einwandfrei funktionieren. Obwohl es Ausnahmen wie beispielsweise bestimmte Acetate gibt, haben sauerstoffhaltige Lösemittel im Allgemeinen eine höhere elektrische Leitfähigkeit und eine niedrigere statische Aufladung, sodass niedrigere Flammpunkte toleriert werden können. Der Betreiber muss bei diesen sauerstoffhaltigen Lösemitteln zwischen dem Risiko des Vorhandenseins entzündlicher Dämpfe und dem verringerten Entzündungsrisiko aufgrund der hohen Leitfähigkeit des Produkts sowie der Verwendung eines elektrostatisch geschützten Kombinations-IBCs abwägen. Um den zulässigen minimalen Flammpunkt eines Kohlenwasserstoffs oder eines sauerstoffhaltigen Lösemittels, das in einen elektrostatisch geschützten IBC gefüllt werden soll, zu ermitteln, müssen in der Risikoeinschätzung sowohl die Empfehlungen des Herstellers als auch die Wirksamkeit der Schutzsysteme für statische Elektrizität und Erdung über die gesamte Lieferkette berücksichtigt werden. Im Zweifel ist zu beachten, dass ein Metall-IBC von Natur aus leitfähiger ist als ein elektrostatisch geschützter Kombinations-IBC. Der übliche Erdungspunkt eines Metall-IBCs befindet sich in seiner Außenkonstruktion. Metall-IBCs müssen daher über ihren Rahmen geerdet werden. Der Betreiber muss entscheiden, ob er neue oder gebrauchte IBCs verwendet. Der Prüfbericht und die UN-Zulassung helfen bei der Überprüfung von Rahmen- und Behälterkonstruktion, Verschluss, Ventilen, Marke und Typ. Sollte sich der Betreiber für die Nutzung eines gebrauchten IBCs für Gefahrgüter entscheiden, benötigt er in jedem Fall die Nachweise über die geeignete Konfiguration des IBCs, Informationen über seine bisherige Verwendung und die Bestätigung, dass eine erforderliche UN-Zertifizierung vorliegt. Im Zweifelsfall, vor allem wenn die bisherige Verwendung des IBCs nicht vollständig bekannt sein sollte,
dürfen gebrauchte IBCs nicht für entflammbare Materialien verwendet werden. Vor dem Befüllen muss eine formale Überprüfung erfolgen, um zu gewährleisten, dass der IBC für den jeweiligen Zweck geeignet ist. Beschädigte Ecken an Paletten können Schäden an benachbarten IBCs verursachen. IBCs müssen entsprechend den Liefer- und Transportvorschriften etikettiert werden. Der IBC und die Befüllvorrichtung, beispielsweise Einfülldüse und Schläuche, müssen für entflammbare Flüssigkeiten zugelassen sein und vor dem Befüllen geerdet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu verhindern. Die Befüllung mit entflammbaren Flüssigkeiten über ein nicht getauchtes Füllrohr ist gefährlich, da statische Elektrizität aufgebaut wird. Diese muss entweder durch Unterspiegelabfüllung mit nicht mehr als 2 Metern pro Sekunde oder durch Verwendung einer leitenden Einfülldüse aus Metall oder eines Tauchrohrs, das bis zum Boden des IBCs reicht, vermieden werden. Die maximale Füllgeschwindigkeit muss zunächst auf 1 Meter pro Sekunde begrenzt werden. Sobald das Ende des Füllrohrs bedeckt ist, kann, ausgehend von einer industrietypischen Füllzeit von 6 bis 10 Minuten, die maximale Füllgeschwindigkeit auf 2 Meter pro Sekunde angehoben werden. Nach dem Befüllen sollte die Erdverbindung für die Dauer der Entspannungszeit, wie vom Hersteller empfohlen, an Ort und Stelle verbleiben, damit die statische Aufladung abgeleitet werden kann. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die Befüllung von IBCs mit Lösemitteln über ein nicht getauchtes Füllrohr noch die unkontrollierte Schwerkraftbefüllung sichere Verfahrensweisen darstellen. Zur Vermeidung von Überfüllung sollten geeignete Maßnahmen wie Messen, Wiegen, Pegelerkennung oder automatische Abschaltung angewandt werden. Um das Entzündungsrisiko und die Belastung der Arbeitskräfte zu reduzieren, sollte ein Belüftungssystem eingesetzt werden, das die Dämpfe, die beim Befüllen entstehen, abführt. Die Befüllung von IBCs beim Kunden sollte vermieden werden, weil die Risiken einer Überfüllung, einer statischen Entladung oder eines Risses zu hoch sind. Daher sollten IBCs für die Befüllung zum Lieferanten gebracht werden. Die einzige Ausnahme bildet eine fest installierte Füllanlage sowie eine Überprüfung durch den Hersteller, der bestätigt, dass geeignete Schutzmaßnahmen getroffen wurden. IBCs müssen vor dem Entleeren beim Kunden korrekt geerdet und von Zündquellen ferngehalten werden. Alle IBCs müssen vor ihrer Benutzung überprüft und regelmäßig getestet werden. Vor allem muss jeder IBC in vorgeschriebenen Abständen durch einen Sachverständigen kontrolliert werden, um die UN-Zertifizierung aufrechtzuerhalten. Routineinspektionen, Wartungen und Reparaturarbeiten müssen stets gemäß ADR und entsprechend den Empfehlungen des Herstellers von dafür ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Die IBCs müssen sauber und frei von Dämpfen sein, um die Brandgefahr zu minimieren. Dies muss durch einen tragbaren Gasdetektor überprüft werden. IBCs können bei Druckprüfungen auf Undichtigkeit versagen. Daher müssen die für eine solche Prüfung vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen unbedingt eingehalten werden. Veränderungen an IBCs dürfen ausschließlich durch den Hersteller erfolgen. Undichte Verpackungen müssen identifiziert und umgehend in einem sicheren Bereich repariert werden, bevor sich signifikante Flüssigkeitsmengen ansammeln können. Entflammbare Flüssigkeiten, einschließlich Lösemittel, sollten im Idealfall kühl und trocken im Freien und abseits von Zünd- und Hitzequellen gelagert werden. Die Lagerung im Freien hat jedoch auch Nachteile, wie die Zersetzung des Kunststoffverbundmaterials durch UV-Licht oder mögliche Beschädigungen durch Wind und Regen. Darüber hinaus führt Sonneneinstrahlung zur Erhitzung der Verpackungen. Daher werden ein Witterungsschutz und stetige Lagerrotation empfohlen. Stahlfässer, die entflammbare Flüssigkeiten enthalten, sollten nach Möglichkeit von Kombinations-IBCs ferngehalten werden. Bei der Lagerung in Räumen sind eine ausreichende Belüftung sowie die Berücksichtigung von möglichen Zündquellen in der weiteren Umgebung zwingend. Vor allem muss bei der Risikobewertung des Lagerortes berücksichtigt werden, dass ein Brand in einem IBC-Lager zur Freisetzung der gesamten Flüssigkeit innerhalb von 10 Minuten führen kann.
bei der Auswahl und Installation von Branderkennungssystemen und einer Brandbekämpfungsausrüstung kann der Rat eines Fachmanns erforderlich sein. Entflammbare Lösemittel sollten von Oxidationsmitteln und anderen Flüssigkeiten, die das Brandrisiko erhöhen, ferngehalten werden. Lachenbrände, die sich unter Paletten mit Metallfässern oder unter Metall-IBCs ausbreiten, führen zu einer Ausweitung des Brandes und erhöhen das Risiko von Dampfexplosionen durch heiße Flüssigkeiten und damit von umherfliegenden Teilen. Das Risiko kann durch die räumliche Trennung von Kunststoff- und Verbundmaterial-IBCs von Metallfässern und Metall-IBCs vermindert werden. Randsteine oder ein Gefälle können den Fluss brennender Flüssigkeit kontrollieren und sind daher als Trennung geeignet. Die Auswirkungen von austretenden Flüssigkeiten müssen vor allem bei einer nur begrenzt vorhandenen Eindämmung berücksichtigt werden. Zur Risikominimierung sollte die Menge von in IBCs gelagerten Flüssigkeiten möglichst gering gehalten werden. Die richtige Auswahl von Gabelstaplern, Lagerpositionen, Eindämmung und Lagerregalen spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Vor allem Gabelstapler, die für den Umschlag von IBCs mit hochentflammbaren Flüssigkeiten verwendet werden, sollten für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet sein. Es besteht die Möglichkeit, IBCs zu stapeln. Allerdings gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Tragkraft gemäß ADR sowie konstruktionsbedingte Unterschiede. Um die sichere Stapelung von IBCs zu gewährleisten, sollten die Regeln und Verfahren für den Betrieb von einem Sachverständigen festgelegt werden. Allgemein gilt, dass nicht mehr als 2 gefüllte stapelbare IBCs aufeinandergestellt werden sollten. Außerdem sollte nur auf ebenem Boden gestapelt werden. Teilweise gefüllte IBCs sollten hinsichtlich der Stapelhöhe wie volle IBCs behandelt werden. Fässer sollten auf keinen Fall auf IBCs gestapelt werden. Regalsysteme ermöglichen eine gute Raumausnutzung, sollten jedoch fachmännisch installiert und angemessen gewartet werden, da sie für mechanische Beschädigungen durch Gabelstapler und Rostbildung anfällig sind. Auffangsysteme sollten so konzipiert sein, dass im Falle einer Leckage auslaufendes Produkt kontrolliert aufgefangen und entsorgt werden kann. Eine angemessene Lagerhaltung ist unbedingt erforderlich, um die Ansammlung von brennbaren Materialien, das Verschütten von Flüssigkeiten und Bodenbewuchs zu vermeiden. Der Betreiber muss zu jeder Zeit die Sicherheit im Betrieb und die Einhaltung der Bestimmungen gemäß ADR gewährleisten. Um die Sicherheit proaktiv zu verbessern, sollten Risikoanalysen durchgeführt werden. Deren Ergebnisse müssen den Mitarbeitern mitgeteilt werden, um so die betrieblichen Prozesse zu optimieren. Regelmäßige Schulungen sollten verschiedene Bereiche abdecken. Dazu gehören die Eigenschaften und Gefahren von Lösemitteln, Verfahren für deren sichere Handhabung, Nutzung von Gabelstaplern, Lagerung in Regalen sowie Stapelung, Erkennung von ungewöhnlichen oder regelwidrigen Situationen, Meldung von Fehlern und Zwischenfällen, Tragen von Schutzkleidung, Umgang mit kleineren Leckagen und verschütteten Flüssigkeiten sowie Notfallverfahren. IBCs sind in der Lösemittelindustrie sehr verbreitet. Daher ist ihre sachgerechte Verwendung extrem wichtig. Die Lösemittelindustrie unterliegt einem detailreichen Regelwerk und es gibt vielfältige Informationen und Ratschläge zur Risikominimierung, wie beispielsweise die neuesten Filme über den sicheren Umgang mit Lösemitteln und statische Elektrizität. Wir danken der Chemical Business Association und der UK Health and Safety Executive für ihre Beiträge zur Produktion dieses Films. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie ein umfassendes Informationsangebot auf unseren Internetseiten.